Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch 10 sexy Herbstdüfte mal vorstellen. Ja, die sind schon sehr sexy. Frauen lieben diese Düfte und der Herbst ist da. Und jedenfalls vormittags, da ist es ziemlich frisch. Hier in Hamburg schon mal 8 Grad. Und ja, sexy Herbstdüfte kommen immer gut. Und ja, die möchte ich euch heute vorstellen. Für alle Neuen, die das erste Mal hier sind, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Doc aus Hamburg. Ja, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal, bleibt einfach hier. Punkt. Dann wollen wir anfangen. Und der erste ist, ja, Dior Homme Intense. Ja, einfach Iris, cremig. Schminkkasten-Style, wie ich immer so schön sage. Ist aber auch wirklich so. Ist wirklich ein, ja, schon Art Lippenstift. Duft, riecht mal in einen Lippenstift und riecht mal hier. Die haben wirklich sehr viel Ähnlichkeiten. Aber dieser Duft kommt bei Frauen richtig gut an. Es ist wirklich ein sexy Duft. Das ist ja schon fast Sex im Flakon. Und ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. So die Haltbarkeit ist so bei 7-8 Stunden, war noch nie Beast Mode, aber nochmal, das ist bei jedem verschieden, ne, logischerweise. Und ja, der ist richtig gut, der ist richtig gut. Der muss einfach in diese Liste rein, der kommt jetzt so im Herbst, Winter definitiv öfters, ist ja klar, weil Dior Homme Intense oder auch das Parfüm muss, oder ist ein Muss, besser gesagt. Ja, Dior Homme Intense. Als nächstes haben wir den Prada Luna Rossa Sport. Ja, warum habe ich den reingenommen? Weil das immer noch der Duft ist, für den ich am meisten Komplimente im Schnitt jetzt über die Jahre bekommen habe. Das ist einfach ein, ja, geiler Duft. Oh, der ist verführerisch, erotisch, ich würde mal sagen 10%, sage ich immer. Background von Le Male. Im Background, also, aber sonst ist es, ja, ist er eigenständig, süß, Prada Luna Rossa DNA am Start und für mich der Beste aus der Reihe. Ja, ich weiß, der Black so und so, aber das, nein, der zerstört, was Komplimente, ob von Mann oder Frau, er zerstört. Das ist einfach Fakt. Bitte, probiert diesen Duft aus, testet ihn, geht mal los. Ich habe nach 10, 11 Stunden noch ein Kompliment für diesen Duft bekommen. So, 9, 10, 11 Stunden. Der hält lange, auch wenn ihr den vielleicht nicht immer wahrnimmt. Er ist da. So. Ach, geiler Duft. Absolut geiler Duft. Prada Luna Rossa Sport. Yes. Für mich muss der einfach in diese, ja, in dieses, oder in dieser geilen, sexy Top 10 muss er einfach dabei sein. Ja, als nächstes haben wir den ganz neuen, ja, Parfümste Mali Alter. Ja, das ist einfach ein Muss und... Ja, ihr habt ja mein Video gesehen, mein erster Eindruck, mein First Impression Video ging ja durch die Decke richtig gut und dieser Duft ist einfach, ja, oh, ich kenne den immer noch, also immer, das ist absoluter Wahnsinn, immer noch drin baden, oh, Orangenblüte, Vanille, cremig, leicht keksmäßig, das hat wirklich Stil und er ist absolut sexy. So, und er kommt wirklich gut an. Er hat sich in der Zeit also nicht verändert. Er ist für mich einfach ein Meisterwerk, was einen süßen Duft angeht. So, was alles in diese Richtung geht. Ich muss jetzt nachhinein noch ein bisschen erwähnen, das konnte ich ja bei der First Impression nicht, er geht so ein bisschen in die Boss-Bottle-Richtung auch. Ich rieche wirklich nach... Nicht jetzt beim Aussprühen, sondern später. Bisschen Boss Bottle. Ist ja klar, dass dieser Duft gut ankommt. Er vereint irgendwie... Also man darf das ja nicht falsch sehen. Ihr sollt das nicht direkt sehen. Nee, der riecht nicht so wie Leighton. Der riecht nicht so wie Boss Bottle. Der riecht, nein, er hat diese ganze Richtung. Und Leighton, Boss Bottle und so weiter. Dann ist es klar, dass dieser Duft einfach bombastisch gut ankommt. Also hier hat Parfümste Mali wirklich... ins Schwarze getroffen und ja, ist auch sehr geil hier, wenn du das kriegst. Ist auch egal, muss man auch nicht mehr rauskriegen. Der Flakon sieht geil aus, aber hier das Leder-Etui für diesen geilen Flakon ist nice. Alter muss in diese Liste sein und wer den noch nicht hat, unbedingt holen, jetzt für den Herbst und Winter. Ja, als nächstes nehmen wir meinen Signaturduft und ich nehme ihn diesmal nicht zum Schluss, sondern einfach mal zwischendurch Naxos. Muss man nicht viel zu sagen, Honig, Tabak, Vanille von allerfeinsten. Haltbarkeit 15 Stunden,
und weiter und Ausstrahlung bombastisch. Allerdings, wie gesagt, das ist die erste Version. Ihr seht es ja auch. Aber es geht um den Duft und er ist immer noch geil und immer noch nice. Ich liebe ihn einfach und das wird sich auch die nächsten 10 Jahre, glaube ich, nicht ändern. Warum sollte es auch? Ne? Ich bin nicht so einer, der nur ein halbes Jahr einen Duft trägt und dann sagt, jetzt brauche ich nicht mehr, dass alles Käsekuchen ist. Übrigens, Altair, brauche ich nicht sagen, auch bombastische Haltbarkeit, wie der hier auch. Und wow! Oh, geil! Absolut geil! Habe ich schon 1000 Mal vorgestellt. Jetzt muss ich nicht mehr dazu sagen. Naxos. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Duft, den habe ich jetzt nicht als Flakon. Werd aber eventuell, ich bin da noch am Hadern, trotzdem ist er sexy und passt in diese Sammlung, und zwar Guerlain Tabacco Honey. Ja, das ist ein Tabak-Honig-Duft, sagt er schon der Titel. Und dazu kommen noch Anis, das ist nice, Vanille. Und der hat was, der hat was. Er geht allerdings, und deswegen bin ich noch am Haar, da ein bisschen in die Richtung von Tabacco Vanille, aber doch schon noch anders in meinen Augen. Er hat zwar, klar, Vanille, Tabak, da hat man den Style, der wirklich ähnlich immer so ist. Ich muss aber eins mal sagen, ich muss das wirklich mal erwähnen. Das ist eine Probe. Der Sprüher, habt ihr das gesehen? Der ist wertvoller als manche teuren Düfte, die einen Sprüher drauf haben und ihr müsst 200 Euro. Hier ist es einfach nur Plastik, einfach nur normaler Zerstäuber, einfach ein, ja, eine Probe und der Sprüher zerstört komplett, so gut ist der. Oh ja, ja, ist noch ein bisschen, ich habe hier nicht diesen Tee, ich sage ja mal, dass ich bei Tabacco Vanille zum Beispiel so eine Art, als wenn ihr in einen Teeladen reingeht, das habt ihr hier nicht, ihr habt ja einen trockenen Tabak, leicht süßlich auch durch den Honig. Der kommt gut, der ist sexy und deswegen ist er dabei. Und ich habe ihn eingeblendet, auch ein nicer Flakon. Ist natürlich allerdings, muss ich dazu sagen, auch wenn ich sage, Guerlain ist einer der besten Häuser oder mit das beste Haus, was überhaupt Düfte macht oder kreiert, muss ich aber dazu sagen, dass der doch vielleicht ein bisschen zu teuer ist. Und ja, aber der muss einfach hier dabei sein. So, als nächstes haben wir einen Armani-Duft, und zwar Stronger With You Intensely. Yes. Das ist natürlich Süße auf die Fresse oder in the face. Und auch hier allerdings ein guter Sprüher. Ja, ich muss aber sagen, dass das süße Düfte sind, die wirklich ab und zu mal verschwinden. Die auch nicht unbedingt, wenn man hier sofort sprüht, so extrem süß sind, aber die kommen dann wieder. Auf einmal sind sie extrem süß und dann geht es wieder weg. Stört mich ein bisschen bei diesem Duft. Haben auch nicht unbedingt eine monströse Haltbarkeit. Darf man auch nicht vergessen. Denken immer viele. Ist aber gar nicht so. Also das ist so bei 7, 8, 9 Stunden. Natürlich nochmal, jede Haut ist anders. Das kann bei jedem anders sein. Aber ja, und das ist Zimt, Toffee, Lavendel. Toffee merkt ihr in dieser Version auf jeden Fall. Zimt, also ihr habt wirklich was im Endeffekt schon für Weihnachten oder beziehungsweise Winterzeit, aber zum Herbst gehen diese Düfte auch. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist sexy. Es geht hier ja um sexy Herbstdüfte. Und da darf der Stronger With You nicht fehlen, Freunde. Ja, als nächstes haben wir einen Duft, den habe ich lange nicht vorgestellt. Ich glaube, ich habe ihn auch nur einmal irgendwann vorgestellt. Für mich ist es der beste aus der Reihe und zwar Zaro Wanted by Night. Ja, Wanted by Night ist für mich der beste Ableger. Und ich bin auch schon der Meinung, mit Abstand der beste. Oh ja. Also auch hier geht das, der geht im Winter, aber jetzt und vor allen Dingen Frauen. Also dieser Duft, oh, der ist geil, richtig geil. Zimt, Mandarine, Tabak, Weihrauch. Die Mandarine und das Zintige macht ihn richtig interessant und richtig nice. Und für mich, hier haben wir Haltbarkeit 8-9 Stunden, das ist übrigens gut. Ist auch geil hier, ne? Also ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder bearbeitet worden ist, aber wenn ihr in meinen Augen ein ein Azaro Wanted haben wollt, dann bitte den By Night. Das Original, nee. Die anderen, ja, nee. Aber den By Night, yes, wirklich gut, wirklich nice.
kommt richtig gut an da draußen, egal jetzt auch bei Männern. Und er hat einfach was, weil ne Mann, ich finde dieses Zusammenspiel manchmal, Mann, Mandarine, Zimt kommt hier richtig gut und riecht auch nicht unbedingt wie unbedingt viele andere Düfte. Und deswegen ist dieser bei Night top. Als nächstes Jahr kommt ein Duft von Electimus und zwar Trajan, wenn richtig ausgesprochen. Den habe ich genommen. Ja, das ist ein sehr, sehr ähnlicher Duft zu Baccarat Rouge 540, aber hier habt ihr wirklich einen männlichen, maskulinen Baccarat Rouge Duft. Und ich finde, dass Electimus das absolut, wie soll ich das sagen, bombastisch hinbekommt. Egal, ihre ganzen Düfte und dann dieser schwere Flakon. Also hier habt ihr was für euer Geld. Ne? Erstmal Duft super, Haltbarkeit super, Ausstrahlung super und Flakon von allerfeinsten, richtig schwer. Und ich, ganz ehrlich, diese Brand ist richtig top. Alle Düfte, die ich kenne, sind gut, richtig gut, also sehr gut. Und ich bin ein Fan von Baccarat Rouge, ihr wisst das, ne? Ob das jetzt in der Extract Parfüm-Version ist oder in der Eau de Parfüm. Hier habt ihr aber wirklich einen maskulinen Touch, ihr habt nicht die Zahnarztpraxis, habt ihr hier nicht unbedingt am Start und das macht ihn für andere vielleicht ein bisschen interessanter und er strahlt bombastisch gut aus. Aber es gibt immer noch Leute, das ist so wie ungefähr ein Moleküle-Duft, die diese Art Duft, wie auch beim Baccarat Rouge, nicht wahrnehmen können. Das ist leider so. Das ist Faktum. Kann ich nichts dran ändern. Ich nehme ihn lange wahr. Geiler Duft. Ja, als nächstes kommt ein Latafa-Duft. Yes! Und zwar, ich werde ihn mal einblenden. Ich will das nicht falsch aussprechen. Deswegen werde ich den Namen natürlich einblenden. Und ja, geil, ne? Es gibt, ich weiß nicht, was für Nachbau das ist. Es sieht ja sehr ähnlich aus den Initio. Die anderen wissen wir, in welche Richtung die gehen, aber den weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieser Duft richtig genial ist. Eine spritzige, süße Ananas, die cremig rüberkommt durch dieses Creme Brûlée oder was da drin ist. Richtig schön süß. Gute Haltbarkeit, 7-8 Stunden am Start und Creme Brûlée oder wie das da heißt. Oh, denn diese Ananas, richtig saftige Ananas, gleich vorweg, kein Aventus, nein. Und richtig gut und flakonmäßig, gut, Alter, kostet ja nicht viel. Und schöner Ableger. Wer weiß, das ist bestimmt auch ein Nachbau. Ich habe so viel Düfte, aber so eine Art Duft habe ich nicht in meiner Sammlung und das finde ich geil. Oh, der ist gut und der kommt auch gut an. Der kommt richtig gut an. Also Ananas, süß, cremig, lecker, wie eine Süßspeise ist dieser Duft. Von allerfeinsten. So, und zu guter Letzt kommt ein Meisterwerk im Flakon und zwar ein Meisterwerk, was Schokolade angeht. In meinen Augen Mandarine, Orange, Schokolade. Jetzt, Search of Symphonium. Wow. Also um Haltbarkeit ewig, weit, Ausstrahlung ganz weit, also stark, absolut stark, absolut stark. Und ja, oh, es ist für mich, ich rede immer von Naxos, ne, und ich benutze den hier nicht viel, wirklich nur wirklich, wenn mal ab und zu einmal im Herbst, einmal könnte man wirklich betiteln oder mal im Winter, aber der ist jedes Mal, weil wenn man so viel Duft hat, geht so ein Duft oder gehen viele Düfte unter, aber dieses, das ist so geil, diese spritzige Orange mit Mandarin und dann die Schokolade. Für mich zum Beispiel ist eine Orangenschokolade, die ihr kaufen könnt zum Essen, auch mit am geilsten, Orangenschokolade ist das, es gibt fast nichts Besseres. Ja, Minzeschokolade, Lakritzschokolade, bla, aber Orange, oh, ey, nee. Von allerfeinsten. Ja, der kostet ein bisschen mehr, aber der hält ewig. Die Silage ist stark, wirklich stark. Und ihr habt einen wirklich, diese Schokolade ist so gut gemacht. Und dann dazu Orange, Mandarine. Absolut geil. Dazu kommt auch noch Oud, was aber im Background nur mitschwingt und Vanille. Ah, Endstation. Das wäre auch ein Endstation-Duft. Also,
Wer auf die Idee kommt, dass ich Search of Alan irgendwie schlecht machen würde, der muss, ja, lassen. Ach, egal. Also für mich ist, das ist einfach, diese Brand läuft. Diese Brand hat so viel gute Düfte. Absolut geil, ja. Und den Duft, den ich so selten vorstelle, Symphonium, ist ein Meisterwerk in meinen Augen. Wirklich ein Meisterwerk, wirklich. Kann sich genauso einreihen zu Naxos. Naxos ist Tabak, Vanille, so, Honig. Hier haben wir aber Schokolade, Orange. Es ist anders, aber die beiden mit einer der besten in meiner ganzen. Ich habe, wie gesagt, 45 Düfte von Search of. Absolut genial. Also Leute, sexy Herbstdüfte 2023. Schreibt mal runter, welche benutzt ihr, und dann, denke ich mal, sehen wir uns bald wieder. Also reinhauen.